Es wäre halt witzig, weil wir hätten es geizig nennen können. Wegen Plaudergeizig. Aber ja, gut, ja. Ich werd's dann einfach Trash nennen. Du bist Trash. Du kommst nicht rein. So. Ich werd gleich zum Pokémon Center gehen und es einfach ablegen. So. Okay. Was hätte ich denn sonst hier fangen können? Oh, fucking Brutalander! Alter! Come on! Wäre auch cool gewesen. Hab in die Safari mit dir. Nein, ich bin gerade so doof. Ich hab gerade mein Toxto in die Safari gegeben. Nix da. Nein, der Toxto. Kleine Kerl ist noch nicht fertig. So. Trash, du bist da drin. Ich hab's einfach Trash genannt. Och, Mann, oh. Armes Ding. Naja. Dann mal kurz heilen. Und dann passt das. One-shot ich den Dragon mit einer Dragon-Attacke. Ja, mach das mal. Ich find's schön, dass du ein Palkia hast. Ich find's auch schön. Es hat einfach nur so einen Mörderdrang. Oh Mann. So, dann wollen wir mal weitergehen. Was hätte ich sonst bekommen können? Gucken wir mal. Ein Lilip. Okay. Das ist jetzt auch nicht viel besser. Oh. Ich hab hier einen Keife. Ah, das, oh, super. Ja, okay, Umklammerung habe ich wieder zu kämpfen, super. Weg mit dir. Ja, warte, das ist keine Eisattacke beherrscht. Das kriegt ja, Pascal das auf so die Schnauze. Ja, Pulverschnee. So nice. So, dann werde ich mal Toxel ein bisschen trainieren. Okay, nee. Bisschen. Guck mal, ja. Was hätte ich sonst bekommen können? Oh, ein Tauros. Das wäre cool. Oh. Was? Keifer kann Schnabel? Okay, interessant. Das hat auch mein fucking Feuer oben überlebt. How dare you? Ja, oh, ist okay. Blut. Aber jetzt muss ich mal gucken. Der Schnee hat eigentlich nicht mal wirklich effektiven Schaden gemacht. Ah, Palkia ist Wasserdrache. Okay, das erklärt dann einiges. Okay, los geht's. Äußerst Wesen mild, äußerst gerissen. Ja, das merke ich, wenn sein Feuerboden wieder mal alles kaputt macht. So. Passt. Nice. Nächster, erster Gegner. Let's go. Okay, ich mal. Du bist ein Pokémon-Trainer und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen, so wie Frankfurt. Ich liebe den Witz, der ist witzig. Ein Schalellos. Oh, das ist cool. Jetzt bin ich gespannt. Elite-Trainer Kate, Kamerupt, okay. Ja, den cool, wenn Toxic was wie eine Wasserattacke beherrschen würde. Neben Sula. Wow. Oder Pascal, wenn du aber Pascal hat Feuer holen. Auf geht's. Toxel wird das schon. Ach, wieso machst du Härtner? Ach. Einfach mal ein bisschen Tackle Spam. Lehmschelle. Oh shit. Ja, okay, macht nicht so viel Schaden. Oh nee, sinkt meine Genauigkeit. Okay. Pascal, mach du das mal. Das Schalellos ist nervig. Oh, Härtner. Ich hab ja so Respekt davor. Oh oh. Okay, das macht zum Glück nicht so viel Schaden. Oh, aber Genauigkeit sinkt. Mach mal gut. Nice, hat gereicht. Schalellos ist weg. Hallo, nette Frau. Sieh dir da einen Trainer, einen Kampf bitte. Yeah, let us battle. Sag mal, was du hast. Technischen Joey. Crossdresser. Ein Onix. Jetzt wäre es echt cool, wenn Toxasus wieder Rush-Attacke beherrschen könnte. Aber. Ja. Nein, ist weg da. Kein Problem. Okay, nochmal zurück zum Pokémon Center, weil. Ja. Toxel steckt ziemlich ein. Ab und Arme zu. Boy. Arme kleine liebe Boy. Nicht, ja, kleiner Schweinemann.
Das sind zwei Wasser-Pokémon einfach. Ja. Eis, Boden und Feuer. Ah, ist okay. So, dann wollen wir wieder durchgehen. Hallo. So. Next Trainer, please. You. Oh, ne ein Perlu. Schlag dich zusammen. Breeder. Mia, oh Gott. Oh mein Gott, ein fucking Nocturne. Warum? Oh nein. Oh nein, Toxel, du bist kein Gegner für den, Mann. Nee, Toxel ist definitiv der falsche Gegner dafür. So, Pascal wird das schon richten, hoffentlich. Vergeltung. Oh nein, dieser Angriff. Oh shit. Alter, der macht einfach mal 7 Schaden. Uff. Uff, uff, uff. Das mag ich aber nicht. Okay, ich mach nur. Alter, das Nocturne haut rein. Wenn oh nein. Auf einmal. Oh Gott. Okay, nee, ich nehm Trank. Holy shit. Der Boy. Der haut rein. Pascal ist fast tot. Nein, Pascal. Don't kill my boy. Warum kann das vergelten? Kometenhieb ist klar. Oh nein. Bitte nur zweimal treffen. Bitte, bitte, bitte. Okay, ein Volltreffer, was? Nein. Okay, dreimal getroffen. Okay, okay. Blut, los geht's. Töte ihn. Er lebt noch ein bisschen. Okay, einmal. Bitte kein Volltreffer, weil das wäre echt nicht nett. Dritter Treffer. Ein Volltreffer? Warum? Ein Volltreffer nochmal? Was? Nein! Oh mein Gott, 5-mal getroffen. Ich muss sofort wieder einen Trank nehmen, weil der Mann mich umbringt. Er muss Psychopath. Oh mein fucking Gott. Man merkt auf jeden Fall, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man Baby-Pokémon eingestellt hat oder nicht. Hör auf mich zu prügeln, was soll das? Er hat schon wieder einen Volltreffer gemacht, was ist mit dem los? Okay, jetzt wirst du aber sterben hoffentlich. Danke, oh mein Gott. Oh, das Vieh, ey. Okay, Tox hat Level 6 im Moment. Und Pascal. Das ist gut. Ja, okay. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Okay, zeig mal her, was du hast. Elite-Trainer Mike, Porygon, okay. Na okay, das ist gut. Ich hab jetzt irgendwie auf die Alge oder so gehofft, aber... Also, diese Nuzlocke ist bis jetzt ziemlich heillastig, wie ich merke. Zumindest für mich. Okay. So. Wieder zurück Schärfer. Hier. Angriff. Dann gehen wir mal hier. Ich werde noch mal ein paar Tränke kaufen, einfach nur um sicher zu sein. Ja. Yeah. Ich kaufe noch mal 2. So, dankeschön. In einem Kampf 2 Tränke verbraucht, ist halt schon heftig. Nocturne, also hätten wir die Regel eingestellt, dass wir nur einen Trank pro Kampf verwenden dürfen, dann wäre ich tot. Oh Gott. Oder hättest du ein Pokémon opfern müssen? Ja. Ein fucking Rayquaza. What? Einfach im wilden, im hohen Gras, okay. Ja gut. Ich weiß nicht, ob ich gegen es kämpfen soll. Ich habe irgendwie Angst und Respekt davor. Ach, ich probiere es mal mit Pascal. Windhose, okay, ist ein Trash-Angriff. Ja, gut. Oh ja, ich habe dich besiegt, my boy. Mit einem Tentoxa. Ja, ist okay. Wahrscheinlich dafür, morgens und dann nur nachts, ich werde das tun. Wie ich das gesehen habe. Alter. Weißorb. Warte mal her. Okay. Aber ich wünschte, ich hätte das Rayquaza gehabt, anstatt ein Quiekel oder so. Oh mein Gott. Ich habe ein Weißorb bekommen. Was ist das? Ein Item. Das folgendes macht, hör zu. Ein hell leuchtender Orb verstärkt Attacken vom Typ Drachen und Wasser, wenn Palkia ihn trägt. Oh mein, du hast einfach ein Palkia-Item bekommen. Willst du mich verarschen? Das heißt, wenn ich noch mehr Bock auf Mörder habe, gebe ich einfach Pascal so gesehen Steroide. Ja, gib ihm Steroide. Oh Gott.
Ja, aber das mache ich jetzt noch nicht. Die braucht er noch Pokémons. Wenn ich ihn jetzt noch, wenn ich ihn jetzt noch stärker mache, mördert er alles. Ja, das stimmt schon. Okay, so. Ich werde jetzt mal wieder durch. Okay, nächstes Pokémon. Zeig mir ein Pokémon, Medium. Okay. Toxis ist jetzt Level 7 und Pascal ist 8. Also, das sollte eigentlich. Nicht passen. Okay, Jubelstadt. Oha. Vergessen, dass da gleich auf, wenn ich in Jubelstadt bin. Okay, ich muss schon die Chance, um mein Glas aufzufüllen. Ja, mach das einfach mal. Oh mein Gott. Warum müssen die Glieb so anstrengend? Ja, mach halt Erstauner. So, jetzt wirst du aber mal brennen hier. Nice. Oh, das gefällt mir. Taxel macht 21. Alles supi. Glaube, ich werde nochmal in das Pokémon Center gehen, sofern ich mal hier nicht gegen einen Zigzags antreten muss. Weil es ein bisschen nervig. Flucht hier. Nix da. So, gehen wir weiter. Machen wir weiter hier. Ein bisschen Pokémon Center Action. Bisschen Pokémon Center Action. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, deswegen mache ich das Ganze. So, Heilung. Leider habe ich mit dem süßen Toxel. Wie sieht's aus? Was? Wie sieht's aus? Ja, alles gut. Ich bin auch ins Pokémon Center gegangen, weil Toxel einfach immer einstecken muss. Beziehungsweise eher Pascal. Aber weil ich ihn eintauschen muss, aber ja gut. Ach, schon wieder ein Taurus-Fleisch. Oh nein. Taurus-Fleisch oder sowas. Taurus-Fleisch, okay. Ach, wieso Betrohr? Ich will nicht gegen Taurus antreten. Ach, Flucht gescheitert, warum? Natürlich, mach mir einen Volltreffer, danke. Was ist das denn? Oh. Okay, diese Nuzlocke macht es mir nicht so leicht wie der erste Run. Ich merke schon. So, okay, Tauros einfach weggebrannt. Nice. Ja, Toxel erreicht Level 7. Das finde ich sehr gut. Pascal kriegt auch wieder ein bisschen was. So, dann gehen wir weiter und kämpfen jetzt gleich gegen den einen Burschen. Warte gerade hier. Bei Patze schrägstich Claudi. Ein Landturn. Oh, das ist nice. Ich würde ja gerne flüchten, aber ja gut. Ich hoffe, er kann keine Wasserattacke, ansonsten ja, ist ein bisschen doof. Ich glaube, er kann Blubber. Ich noch. Oh scheiße, er kann Blubber, wirklich. Aua. Au. Ach, okay, es war ein Volltreffer und es hat nur so wenig Schaden gemacht. Ja, okay. Da habe ich dann keine wirklich Probleme. Es macht nur 2 Schaden, das ist ja echt nichts. Jetzt setz mal Smog ein und vergaß das Vieh hier. Wir haben hier den Stillstand. Sie sagt, ich stehe nur da. Warte nur, bis Claudio hier oben ist. Ach so, du bist schon in Jubelstadt? Ja. Oh Gott, ich merke schon, ich häng ganz schön hinterher. Oh Gott, aua, die Dönerwelle hat mich getroffen. Warum habe ich so viel Pech? Oh Mann. Ich hoffe, du bekommst nächste Route ein besseres Pokémon. Jetzt habe ich auch noch super Schall. Wir wollen die mich verarschen. Bitte, Pascal, triff doch. Ja, danke, schlag dich selbst, ist okay. Okay, das Landhorn hat sowieso Vergiftung, aber ja. Okay. Es stirbt an der Vergiftung immerhin. Oh mein Gott, Pascal, warum? Was ist los mit dir? Ich muss jetzt erstmal Folgendes machen. Ich habe jetzt endlich mal Grund, den Paraheiler einzusetzen. Und endlich mal Grund, einen Trank zu nehmen. Hier, Pascal, nimm alles, sauf. Danke. So, jetzt geht das doch. Nächster Trainer, wer bist du eigentlich? Hallo, lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Na. Hast du immer noch den einen Kampf? Ja. Rocker Christine, er hat einen Shinox. Okay, das ist ja nichts.
Es kann sogar Toxel machen. Sheesh, du warst echt weit hinten. Ja, ich musste immer wieder zurückgehen. Ah, ja, gut. Auf geht's. Alter, ein Volltreffer hat Toxel gemacht. Super. Toxel, best boy. Ja, los, Toxel. Oder best girl, ist ja weiblich. So. Nice, okay. Okay, das ging schnell. Best insert gender hier. So, let's go, bitte. Okay, super, ich wollte noch das... Ist der Trainer da unten auch noch einer? Nee, der ist nicht zum Kämpfen. Okay, gut. Manche Punkte anscheinend nur, wenn Dinge passieren, okay. Nur nachts. Eine Piapa-Beere, was ist das denn? Wieso kriege ich nur Bären? Das finde ich nicht gut. Du kriegst einen Weißorb, ich krieg so einen Bären-Scheiß. Okay, schwächt sehr effektive gegnerische Attacken vom Typ Psycho. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe bisher keinen Pokémon, das Unlicht oder sowas ist. Von daher, okay, so, ich bin jetzt auch in Jubelstadt. Nice. Da ist der Boy. Du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du noch ein paar Fangs, weil du ja um den Ort reisen oder so. Ja, sorry, ich habe so ein Pokémon, das heißt Pascal, das mördert einfach alles, was ihm vor die Flinte kommt. Was soll ich denn machen? Ja, ich freue mich jetzt einfach. Mehr über Pokémon zu wissen, aber klar fühle, dass du genau in den richtigen Ort. Los, komm jetzt, sei nicht so schüchtern, komm. Geh zur Schule, du kleiner Nerd. Komm. Kann man der Typ denn? Was macht der bloß? Oh, mal sehen. Der Lebelle. Entschuldigen Sie mal. Was? Wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Hey bitte, was haben Sie gesagt? Ich wollte nur etwas plaudern. Aha, eine normale Plauderei sollte das also sein. Das glaube ich keine Sekunde. Mich führt man nicht so leicht in das Licht. Ja. Sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt, dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen, ist es nicht so? Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist... Ja, sie ist ganz herausragend. Furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich mal vorstellen. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbarsten Fälle aufzuklären. Warum ich euch das erzähle? Keine Ahnung. Mein Name? Ja, mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn einfach wieder. Wie, ich hatte ihn nicht gesagt? Ist ja auch egal. Nennt mich Lebelle. Lebelle, prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht, sagt dann mal. Ist euch die Redewendung, sei kein Dieb, zufällig bekannt? Ja. Joa. Gut. Es ist Unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Ja, das machen diese Kommunisten. Leider muss ich sagen, dass es Kommunisten gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es in Sinnoh Kommunisten gibt, die anderen ihre Pokémon enteignen? Nun habe ich den Auftrag, verdächtige Kommunisten ausfindig zu machen. Mit meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht mir wie Kapitalisten aus. Das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr? Vielleicht hilft euch ja dies auf euren Wegen weiter. Oh, die Kampfkamera. Ja, das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient? Das habe ich doch schon erklärt. Hab ich nicht? Nun gut, mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch und kapitalistisch. Ich würde sie ja verwenden, schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Also dann, bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas binden. Sollten wir uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin euch einsam, was für ein Quatsch. Ihr müsst von Kommunisten berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. Okay. Okay, ich weiß, dass das eine ziemliche Herausforderung ist. Ja, die Patze, hier ist die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Geh rein und lerne, du Nerd. Dein Freund Dan ist auch drinnen. Und so. Ja, bye, adios, ciao. Wenn das erstmal ins Pokémon Center geht, ist wichtig. Du willst doch mir nicht etwa erzählen, du hattest eine taffe Zeit, um hier raufzukommen. Oder ist easy peasy? Na, doch. Durfte Trash nicht verwenden. Okay, so. Ja. Alles klar, gut, dann gehen wir erstmal in die Pokémon-Dingsy. Hier erstmal gucken, was das für ein Item ist. Ein Item. Giftstich. Machtgurt, okay. So, gucken wir mal, was macht Giftstich?
Ein Item zum Tragen, ein schmaler und giftiger Widerhaken, der Attacken vom Typ Gift verstärkt. Okay, bringt mir erstmal nichts. Ein Item sagen, erhöht beim Levelaufstieg den Verteidigungswert, senkt aber die Initiative. Okay, wenn ich irgendein fucking tanky Pokémon hätte, könnte ich damit pushen. Okay, ja, ihr beiden Trainer. Ja, das wird heftig. Bin mal gespannt. Vielleicht hat er ja irgendwie Pikachu oder so. Schoolgirl Noel. Ein Groink. Engineer Stacy. Okay, Lady Anne. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Siehst du, Pascal, Claudio, du hast dir schon wieder Sorgen gemacht. Oh, ja, der hat einen Groink. Das ist nicht gut. Das ist die weiterentwickelte Form von Spoink. Psy-Welle macht er einfach. Oh Gott, Toxel. Okay. Ich glaube, ich wechsle mal aus. Oh, Kometenhieb! Oh, scheiße. Oh, okay, nur zwei HP-Buschlag. Okay, das ist. Okay, kein Platz. Das ist nicht so schlimm. So, Glut bitte. Okay, das macht. Alter, Groink hat eine heftige Spezialverteidigung, muss ich sagen. Okay, noch einmal. No good. That's no good. Oh, du wirst mich verwirren. So, wenn du vergiftet bist. Ha. Nice. So ist das. Aber ich kann auch einen Superschall. Pass auf. Oh, Toxo schlägt sich selbst lieber. Oh, okay, Kometenhieb. Okay, zweimal. Okay, der nächste. Okay, nur zweimal. Warte mal. Pokémon. Ja, komm, Toxo kann den auf jeden Fall noch. So. Du bist als nächstes dran, meine Liebe. Das ist Kiel, fuck it. Komm schon, Toxo, du kannst. Ja! Google Jessica. Ein fucking Totok, warum? Oh shit! Warum? Oh nein! Das ist nicht gut für meinen Magbrand auf jeden Fall. Alter, ein Volltreffer gemacht. Danke, Toxel.